Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play vom Homefront Will Revolution. Ich habe die Ehre, das Spiel ja ein paar Tage vorher zu spielen, bevor es rauskommt. Das Spiel ist ein Player und Multiplayer 2 bis 4. Braucht mindestens 35 GB. Was gibt's noch? Ja, erstmal so nichts. Wir starten das Spiel erstmal ohne Anbindung, weil sonst dauert es zu lange, weil ich habe ein beschissenes Internet. Ich habe Homefront auch schon für die PS3 gespielt. Also ich fand das nicht schlecht, zwar weil es ein reines Online, ja, spielen würde ich ja sagen. Oder Gemetzel. Okay, das kann man nicht überspringen. Nice. Fortzufahren, die Spiel spielt automatisch einige. Geschichte, Widerstandsmodus, Extras, Option. Geschichte spielen. Ich erstmal kurz mal über die Trophäen wissen. Es begann mit der Apex Corporation in den 70er Jahren und der Entstehung des Silicon Rivers in Nordkorea. Selbst zu dieser Zeit waren sie uns technisch weit überlegen. Wir kauften alles, was sie uns anboten: Telefone, Tablets, einfach alles. Und als sie begannen, Waffen herzustellen, konnten wir nicht widerstehen. Unsere Kriege im Mittleren Osten wurden immer schlimmer. Ein Krieg führte direkt zum nächsten. Sogar nach dem schrecklichen Tag in Riad kämpften wir weiter, während unser Land zerfiel. Dennoch kauften wir Apex, um uns einen Vorteil zu verschaffen. Der Dollarkurs sank, unsere Schulden an Nordkorea explodierten.
Die Arbeitslosigkeit stieg und die Nation ging in die Knie. Die scheiternde Regierung beglich die Schulden nicht, woraufhin Nordkorea seine Entscheidung traf. Jedes einzelne Stück Technologie, das sie uns verkauften, hatte eine Hintertür. Sie legten unser Militär mit einem einzigen Knopfdruck lahm. Die ersten KVA-Truppen auf amerikanischem Boden sollten mit dem Wiederaufbau beginnen. Aber nach den ersten Hilfspaketen gab es nur noch Brutalität. Sie nahmen uns unsere Unabhängigkeit und Freiheit. Amerika wird von der KVA kontrolliert. Aber es wird sich wieder erheben.